So, der Hauptbahnhof muss dann hier natürlich auch zwei Spurbus, aber zwei Bushaltestellen haben. So, hier nochmal. Und muss ich gucken. Weil jetzt habe ich schon mal eine Linie abgerissen, glaube ich. Oder? Ne, die existiert noch. Okay. Hier wird abgeliefert Lebensmittel und die werden dann hier nach unten befördert. Ja, ist okay. Würde ich aber sogar sagen, dass die... dass er hier unten nochmal hält. Das geht nicht, doch. So, und... und dann hältst du mir... dann hältst du mir... hier... damit du, ja, den Personenverkehr nicht störst. Das heißt, von 1 geht's. Achso, ne, halt, das machen wir jetzt ja hier. Von 1 geht's nach da und dann nach da. So, Bus Kiedorf, brauchen wir eine zweite Linie. So, alles raus. Von. Oh, jetzt weiß ich schon gar nicht mehr. Da hoch, darüber und dahin. Und dann genau andersrum. Wir könnten vielleicht noch die ein oder andere Haltestelle noch einbauen. Wie zum Beispiel, ja gut, machen wir das mal kurz weg und bauen hin hier und bauen hin hier oben. So, so nach 2 würde das kommen und nach 3 würde das kommen. Mache ich aus der Linie. Wenn ich die noch richtig, damit ich das auch verstehe. Stoff 2. Das heißt, wir können einen Bus auf die andere Linie schon mal schicken. Und dann brauche ich da noch... ja komm, wir probieren es jetzt erstmal mit 5 Bussen. Das heißt, ich brauche noch 2. Hier muss irgendwo ein Depot sein. Muss, ja. Da ist eins. Bin ich jetzt ganz behindert oder so? Haben wir das wieder abgerissen vielleicht? Ich sehe es nicht. So, also 2 Busse brauchen wir noch. 1, 2, 3, 3 Busse brauchen wir noch. Die schicken wir auch auf die Zweierlinie. So, wunderbar im Grunde. So, das ist Güterhof 2. Die wird dann wahrscheinlich gleich drehen. Jawohl. Schauen wir die Stadt mal an, die sieht dann doch so in der Sichtweise etwas hügeliger aus. Boah, das sieht aber schon geil aus, wenn der Zug da so durchrast oder durchfährt. Rasen tut er ja nicht. Gut, da könnte man vielleicht noch überlegen, die Straßen abzugraden, dass der Bus nicht hier mit 30
rumeiern muss. Jetzt kommt eine scharfe Rechtskurve. Und ich sehe, da gibt's Stau. Warum denn das? Wäre mir lieber, wenn die Leute mit dem Bus fahren würden. Was haben wir hier? Hier haben wir auch eine eingleisige Straße. Sieht halt einfach, finde ich, geil aus, wenn da so ein paar Schienen durch die Stadt durchgehen. Sieht jetzt so in der Perspektive einiges besser aus. Also wirklich einiges besser. Also da könnt ihr sagen, was ihr wollt. Die Stadt von oben sieht dann halt doch etwas anders aus. Mit dem Kameratool auch noch mal um Längen besser. Aber wie gesagt, da hinten könnten wir überlegen. Alter Schwede, was ist da an Autoverkehr? Okay, da waren Busse so gut wie hintereinander. Der wartet jetzt. Ist ja die automatische Eintaktung oder wie sie es genannt haben. Der wird auch fleißig gebaut hier in Kühdorf. Das ist schön. Wenn ich jetzt noch wüsste, wo wir sind. Ah, da höre ich zumindest einen anderen Bus. Aha. Der wird sogar sehr, sehr viel gebaut. Da entstehen schon die ersten Mehrfamilienhäuser. Oder kann man eigentlich schon Blockhäuser nennen. Was sind denn doch einige zu Fuß unterwegs? Ach gut, da ist noch so eine Uraltkiste drin. Ach du Heilige. Also ich glaube, hier werden wir noch des Öfteren stehen. Aber die Straße muss auf jeden Fall mal abgegradet werden, wenn wir es schaffen. Es geht sogar. Müsst nur ein Haus abbeißen. Okay. Jetzt ist der Verkehr auch mal weg, aber warum ist denn hier so viel Verkehr? Unterwegs nach Wohnort, Geschäft, Geschäft. Naja, und die Käfer fahren ja auch nicht wirklich schnell, also. Da ist doch ein Bus doch deutlich besser. Mal schnell hier rein. Das ist gleich der nächste Bahnübergang. Ach, das ist die andere Trasse, genau. Was
Müssen wir mal hier ein bisschen angleichen, damit es gut aussieht. Stimmt, da ist noch die andere. Warum? Ne, da wurden jetzt alle ersetzt, oder? Ja. Bus Alum. Warum wollen denn hier noch so viele mit dem Auto fahren? Ich mache jetzt mal kurz eins, und zwar... Ne, was habe ich nur an? Das ist an. Da. Denn dann ersetzen wir hier die Fahrzeuge mal. 65 reicht ja. Sofort ersetzen, jawohl. Und ein. Hier klappt alles soweit, wunderbar. So, jetzt das Güterverteilungsgedöns da. So, weil das würde ich auch noch gerne wegbekommen. Das und das. Wie machen wir das denn am schlauesten? Am besten wäre ja ein Tunnel. Am schlauesten wäre ein Tunnel, aber ich hätte halt dann doch sehr gerne die Strecke durch die Stadt durch. Das heißt, es widerspricht sich. So, der steht jetzt ziemlich lange vor einer geschlossenen Schranke. Und es kann sein, dass wir danach gleich wieder rot bekommen. Oh, der ist aber ziemlich voll, habe ich das Gefühl. Wir dürfen fahren, wundert mich. Der ist... Kann das sein, dass er ziemlich voll ist? In die Richtung, ja. Schauen wir mal, wie viel der einlädt. Hier haben wir nichts mehr. Hundertsechs lädt er ein. Ist eigentlich okay, würde ich mal sagen. Also, wir haben noch etwas Kapazität übrig. Das ist halt auch bombenmäßig hier, also hier mitten durch zu zwei Städte, zwischen zwei Häusern durch. Das hat schon was, muss man einfach sagen. Und ich muss auch wirklich sagen, ich hätte gern das Güterverteilungszentrum irgendwie gerne hier mitten in der Stadt drin. Weil hier hinten ist ziemlich hügelig. Hier waren anscheinend schon mal Häuser gestanden, aber... Naja. Hier wird hier überhaupt was angeliefert. Ach ja, hier werden die Lebensmittel angeliefert, genau.